Moin, moin Leute und damit auch wieder ein herzliches Willkommen zum Tramsim München. Wir fahren heute vom Sendlinger Tor, wo unser Dienstbeginn ist, zum Beteuelring. Und heute mit einer besonderen Änderung. Und zwar fahren wir heute im Winter, weil heute ist ja der erste Advent. Und dann bringen wir einfach hier schon mal im Tramsim etwas winterliche Stimmung und mit Schnee. So, als allererstes müssen wir natürlich das Fahrzeug wie gehabt aufrüsten. Dazu erstmal in die Fahrerkabine. Machen wir Hunde uns gleich mal wieder die Türe zu, nicht dass hier uns jemand von hinten. So, dann erstmal den Hauptschalter. Da hat es auch schon gepiept. Führerstand. Schlüssel rein. Hallo. Was wird das denn jetzt? Ach, hier ist er. Der war noch nicht draußen. Jetzt. Zack, zack. Pantograph hoch. Haltestellenbremse können wir reinlegen, da können wir die Feststellbremse rausnehmen, den Hauptschalter rein. Beleuchtung machen wir mal manuell, beides mal kurz an, solange wir das Fahrzeug aufrüsten und dann können wir auch schon unseren Kurs bzw. die Fahrernummer eingeben. So, Linie 2702 stimmt, wir fangen 18:14 Uhr am Scheidplatz an, Richtung Pitheulring. Alright, so, wann müssen wir los? Es ist 18:12 Uhr. Und 18:14 Uhr war, glaube ich, jetzt die Startzeit. Das heißt, wir können uns schon mal langsam, aber sicher zur Haltestelle bewegen. So, Haltestellenbremse raus. Und irgendwas haben wir vergessen, wie immer. Die Fahrtrichtung bestimmt, oder? Was zeigt er mir denn hier an? Ne, jetzt funktioniert's. Wer weiß, woran das gerade lag. By the way, es funktioniert jetzt übrigens auch das Fernlicht. Und man sieht es auch, ne? Also es ist nicht irgendwie hier ein bisschen pipapo, sondern das Fernlicht funktioniert tatsächlich auch einwandfrei. So. Hier vorne müssen wir nochmal kurz aussteigen und schlüsseln, denn die Ampel weiß nicht, dass wir jetzt hier stehen und rumwollen. Die Ampelphase hier dauert, warum auch immer, auch echt lange. Also man steht hier, glaube ich, schon nochmal eine halbe bis dreiviertel Minute. Seht ihr ja hier jetzt, dass die Ampel durch das K weiß die Ampel jetzt quasi, wir stehen hier und wollen jetzt losfahren. Weiche steht auch richtig, ist auch verriegelt gewesen. Ja, jetzt müssen wir erstmal einen kleinen Moment warten, bis der Peter losgeht. Ja, und dann sind wir nämlich schon bei 18:14, ne? Also wir werden sogar schon ein bisschen verspätet losfahren müssen, weil da ja noch der Fahrgastwechsel ist und eventuell sogar noch ein Rollifahrer. Das heißt, da müssen wir auch nochmal den Hublift betätigen und das dauert auch nochmal ein bisschen länger. So, wir setzen schon mal einen Blinker. Wobei ich gar nicht sicher bin, ob es hier an der Stelle tatsächlich notwendig ist, einen Blinker zu setzen. Also ich denke mal schon, wenn man nach rechts abbiegen will, ist klar, weil man ja auf die Straße der Autos fährt. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass hier ein Blinker notwendig ist. Aber naja, wir setzen ihn einfach mal und dann können wir auch schon los. Schön langsam über die Weichen fahren, denn über Weichen soll man ja bekanntlich auch schleichen. So. Einmal bitte noch die Weiche richtig stellen. Jawohl. Blinker können wir wieder ausmachen. Und ja, das ist natürlich auch hier wieder ein ganz anderes Feeling, wenn man einmal im Dunkeln fährt. Ich bin auch gespannt, wie es sein wird, wenn es anfängt zu schneien. Vor allem auch, wie sich das Fahrzeug dort verhält. Ob es ähnlich ist wie beim Regen, was wir ja schon im letzten Video bekanntlich mitbekommen haben. Oder ob es keine Auswirkungen aufs Fahrverhalten hat. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, erstmal den Rollifahrer, der leider noch keine Programmierung hat und noch frieren muss. Denn alle anderen Fahrgäste haben nämlich schon Wintersachen an. Nur der Rollifahrer wurde ausgelassen. So. Na, dann ging das doch auch recht zügig hier. Können wir schon mal das Daueröffnen wieder rausnehmen. Türfreigabe weg. Und die erste Tür können wir auch zumachen. Und ja, da ist das Signal wahrscheinlich gerade auch frei gewesen. Wir haben Verspätung. Ich sehe es jetzt schon. Wir haben schon eine halbe Minute Verspätung. Wir sollen 18:18 Uhr am Karlsplatz sein. Das sind 3 Minuten vom Sendlinger Tor aus. Ist eigentlich machbar. Dafür müssten wir aber jetzt das Signal kriegen. Also genau jetzt wären wir pünktlich. Genau. Ab geht's. Perfekt. So. Ich guck mal, wie es mit dem Fernlicht ist, ne? Also ihr seht, das Fernlicht macht auch was her, ne? Weil es gibt ja viele Spiele, da gibt es zwar Fernlicht, aber man macht es an und es ändert nicht viel. Karlsplatz Schachus.
Umstieg zur U4, U5 und zur S-Bahn. Change here for U4, U5 and S-Bahn Services. So, ein bisschen beschleunigen hier, dass wir auch unsere Fahrplanzeiten einhalten können. Also hier die Ampel ist defekt. Das ist schlecht, denn hier müssen wir jetzt nämlich selbst gucken, wie wir rüberkommen. Gut, ein Linksabbieger haben wir hier und dann könnten wir rüber, ne? Jetzt ist alles frei. Ist ein bisschen schlecht hier. Ist ein bisschen schlecht hier mit dem Spiegel zu arbeiten, weil dort sieht man nicht wirklich viel. Deswegen muss ich da irgendwie ein bisschen mit der Außenkamera arbeiten. Aber funktioniert, ist ja alles nochmal gut gegangen. Denn ja, ich habe die Weichenstörung und Signalstörung auf maximal gestellt. Hier müssen wir noch schnell rüber. Ja, damit das Spiel auch nicht so eintönig wird. Ich meine, ich habe es auf ganz hoch gestellt und es ist in der Realität, denke ich mal, nicht wahrscheinlich, dass an jeder dritten Kreuzung die Ampel ausfällt. Vielleicht mal einmal in der Woche oder so, dass man sowas erlebt, aber tja, wir wollen ja auch hier was im Spiel erleben und vor allem auch im Video, dass es nicht so monoton und langweilig ist, ne? Das soll ja auch ein bisschen hier Unterhaltung bringen. So, ich muss gleich mal die Fahrplanzeit auschecken, ob wir jetzt schon pünktlich da sind oder im Verzug liegen. Aber es sieht aus, als hätten wir wieder Verspätung. Aber das kommt halt so, wie es ist. Vor allem auch mit den Störungen. So, ich guck mal rein. Also, Karlsplatz Stachus sollten wir 18 sein. Genau jetzt müssen wir wieder los. Wir müssten genau jetzt wieder los. Na komm. Eine Tür ist noch offen. Jetzt. Ja, auf das Signal, was hier rechts steht, ist irgendwie, da werde ich nicht ganz schlau draus, wenn diese komische Wahlscheibe dort kommt. Wir müssen mal hier ganz schnell noch rüber. Wenn diese Wahlscheibe kommt nach dem F und ich fahre dann vor, weil das ja für mich das Signal ist, ja, die Ampel wird für mich jetzt grün, dann steht die trotzdem aufgesperrt. Also, weiß nicht genau, ob vielleicht jemand in den Kommentaren mir das erklären kann, wer daraus schlau wird. Aber ich glaube, die Ampel ist noch nicht so ganz mit der darauffolgenden synchronisiert und läuft nicht ganz richtig. Jedenfalls hatte ich so den Eindruck, das letzte Mal, als ich direkt nach diesem Signal gefahren bin. So. Ich hoffe, dass der Rollifahrer nicht jetzt am Karlsplatz raus wollte, sondern der Haltewunsch erst jetzt gekommen ist. Denn wir sehen ja hier neben dem Warnblinker den Haltewunsch und der ist nicht unbedingt für die Fahrgäste, sondern für den Rollifahrer. Ist quasi das Zeichen für uns als Fahrer, dass der Rollstuhlfahrer gern aussteigen möchte und wir dann natürlich da den Hublift betätigen sollen. So, dann geben wir mal ein bisschen Gas hier, dass wir noch den Fahrplan etwas einhalten können und nicht zu sehr im Verzug dann liegen. So, und dann sind wir auch schon gleich an der Autostraße. Bisschen reduzieren. Aber Linie 27 ist ja eigentlich eine Linie, die ich recht selten in Trams im fahre, weil das dieser Linienverbund ist und da muss man dann auch erstmal rausfinden, wie es funktioniert. Das Coole ist an der Linie 27, dass der letzte Streckenabschnitt dann zum Petöllring, wo sich quasi die Linie 28 und 27 trennt, vom Design her echt geil ist. Also ich meine, ich habe zwar letztes Video im Tramsim gesagt, ja, Linie 23 ist meine Lieblingslinie, ist sie ja auch. Allein schon von der ganzen Grünanlage, die dann hinten kommt, wenn man zum Sendlinger Tor fährt. Nicht zum Sendlinger Tor, sondern zum Scheidplatz. Oder fahren wir jetzt zum Petöllring? Ach, ich weiß es nicht. Wir werden es schon herausfinden. Aber jedenfalls fand ich das ganz klasse gemacht. Genau, aber auch die andere Linie, auf der wir heute sind, ist vom Design her auch vollkommen in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ist voll hässlich oder es macht überhaupt keinen Spaß, da lang zu fahren. Nee, ist schon ganz vernünftig. So, die Bahn füllt sich hier langsam. Jedenfalls hört man schon ordentlich Geflüster. Wir sind doch hier schon wieder zu spät, Mensch. Da bin ich extra pünktlich losgefahren. Das gibt's nicht. Was hat er denn jetzt? Hä?
Haben wir gerade Fahrstrombegrenzung oder was? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ach so, jetzt. Ne, er will nochmal, dass wir in die Nullstellung gehen. Was ist denn hier los? So, da müssen wir mal ganz kurz gucken, was hier Phase ist. Ich nehme nochmal kurz die Fahrtrichtung raus und wieder rein. Und auch den Hauptschalter nehmen wir nochmal raus. Und nochmal rein. Ach so. Jetzt macht er gar nichts mehr. Guckt euch das mal an. Jetzt fährt er gar nicht mehr. Naja, wer weiß. Ich gucke mir mal kurz das Problem an. So, nach langer Qual habe ich jetzt das Spiel am Petrolring mal gestartet. Ich glaube, es lag daran, weil die Feststellbremse drin war. Kann das sein? Wenn das so gewesen ist, dann bin ich blind. Weil das hätte ich ja sehen müssen. Naja, wie dem auch sei, wir fahren jetzt hier erstmal los und Feststellbremse ist draußen. Stromabnehmer. Ah, ich wollte schon sagen, da hätte ich jetzt das Spiel aber geschlossen, ey, wenn das nicht funktioniert hätte. Mensch, der braucht aber lange, ey. Wir kommen nicht voran. Wir kommen nicht vom Fleck. Irgendwas stimmt nicht. Hauptschalter ist noch aus. Ich verzweifle langsam. Oh. Er fährt. Er fährt. Er fährt. Gott sei Dank. Was habe ich gewonnen? So, jetzt müssen wir uns aber wirklich ein bisschen sputen hier, weil wir sind im Verzug. Wir haben eine halbe Stunde schon Verspätung, Mensch. Ja, okay. Weichensteuerung lässt grüßen. So. Wir müssen noch ein bisschen hier. Wir sind im Verzug, Freunde. Wir hätten auch eigentlich rechts rüber gemusst, weil da drüben stehen die ganzen Leute. Die werden sich jetzt auch denken, hö, wieso hält der da drüben? Drüben ist doch Bahnsteig. Ja, Freunde, Weichensteuerung hat nicht funktioniert. Genau, so, hier vorne können wir nämlich erstmal wieder das Licht ausmachen. Das brauchen wir nicht. Dauer öffnen, raus. Haltestellen, Haltewunsch raus. Scheibenwischer ist drinne. Ist jetzt jemand überhaupt eingestiegen? Nee. Gut, weiter geht's. Tja, schade, Marmelade. Dass das nicht so klappt, wie wir uns das hier vorstellen. Ich glaube, das war jetzt tatsächlich was, was realitätsnah ist, dass das Fahrzeug dann einfach mal abgewürgt wird und dann steht man erstmal ein paar Minuten dort, um herauszufinden, wie kriege ich es wieder in Schuss. Gartenstraße. Gartenstraße ist recht lustig, denn dort ist noch das eine der wenigen Haltestellen, die noch Probleme in der Entwicklung macht. Jedenfalls kann ich hier in der Gartenstraße den Hublift, warum auch immer. Aus technischen Gründen konnten wir die Haltestelle hier leider nicht anfahren. Genau dort ist nämlich offenbar der Boden unterm Fahrzeug. Also das Spiel denkt es zumindest. So, hier haben wir leider wieder ein ausgeschaltetes Signal. Da müssen wir mit erhöhter Vorsicht drüber. Okay, husch, husch. Schnell, schnell rüber. So, ich denke, wir sind doch wieder im Fahrplan drinne, hä? Was steht da? Wir sollen 12:06 Uhr an der Ackermannstraße sein. Ich würde ja mal sagen, das kriegen wir hin. Schon wieder ein Ampelausfall, ne? Das ist genau das, was ich vorhin gesagt hatte, dass wenn man das auf sehr hoch stellt, wirklich bei spätestens jeder dritten Kreuzung die Ampel ausgefallen ist. Ja, ich glaube, das ist dann wieder nicht ganz so realitätsnah, aber in dem Fall hier soll es ja für die Unterhaltung sorgen. Und der Schnee gibt schon so ein bisschen Weihnachtsfeeling, ne? Also man merkt schon, dass es langsam so winterlich wird. So, und dann halten wir jetzt hier wieder ganz vernünftig. Und ohne große. So. Sehr schön. Dann haben wir ja schon hier unsere ersten Fahrgäste. Ich hoffe, die bereuen es nicht, dass sie hier einsteigen. Aber nee, ich fahre ja relativ vorbildlich.
Abgesehen jetzt von dem Stück vom Petullring bis zur Ackermannstraße, da bin ich ein bisschen gefahren wie eine Rennsau. Aber ich denke, ab jetzt können wir wieder ganz vorbildlich fahren und uns natürlich auch an die Verkehrsregeln halten. So, natürlich ist hier jetzt wieder gesperrt. Herzogstraße. Na komm, komm, komm. Na, da müssen wir stehen bleiben. Nicht, dass wir jetzt hier noch den Überweg zumachen, das wäre ungünstig. Ach, mal gucken, wie lange das jetzt hier dauert, Mensch. Die Ampel hätte ausfallen können, da hätten wir drüber fahren können, ohne hier jetzt großartig lange zu stehen. Da haben wir ja schon wieder hier 50 Tacken auf dem Tacho. Müssen wir auch ein bisschen abbremsen. Die Haltestelle zieht sich aber jetzt, oder? Ganz schön große Distanz. Hier haben wir schon wieder eine defekte Haltestellenanlage. Hinter uns kommt ein Auto, will aber nicht abbiegen, also husch husch rüber an die Haltestelle. Das war jetzt schon ein ganz großes Stück, muss man schon sagen. Gut. So, dann kommt mal alle rein in die warme Stube. So, da war jemand zu langsam. Und weiter geht's. Ja, ansonsten wäre nämlich das ganze Stück hier, worüber wir gerade rüberfahren, nicht weiß wegen des Schnees, sondern grün, weil wir hier Rollrasen normalerweise haben. Nordfahrt. Was auch ziemlich, ziemlich gut aussieht. Aber im Winter liegt da natürlich jetzt hier Schnee drauf, ist ja klar. So, hier ist schon wieder eine defekte Ampelanlage. Die Ampel sieht zwar, dass wir da sind, wir haben den Kontaktpunkt, aber die wird für uns nicht auf freischalten. So. Okay, wer weiß, was da gerade war. Jedenfalls sah es fast so aus, als wäre die Bahn stehen geblieben. Ist wahrscheinlich wieder ganz jemand ganz Unaufmerksames vor die Bahn gerannt. Sehr schön, da haben wir es doch, Mensch. Läuft. Ich kann es mir nicht erklären, was da vorhin war. Das muss bestimmt irgendwie was ganz Simples gewesen sein, was ich hier wieder übersehen habe. Es wird wahrscheinlich die Feststellbremse gewesen sein, weil ich kann mir nicht erklären, wieso ich den Nullstellungszwang drin hatte. Und ich konnte ja auch noch ein bisschen fahren, ne? Also an der Haltestelle Ottostraße, als ich losgefahren bin, ging ja noch ein bisschen. Sehr langsam zwar, aber es ging. Ich kann es mir nicht erklären, wie gesagt, was das gewesen ist. Na, ihr seht hier die Fahrgäste ganz winterlich angezogen. Und dann der Rollifahrer, der ist hart im Leben, sitzt im Hemd und Hose einfach da. In der Kälte. Ja, das kommt bestimmt auch noch. Das wird einfach nur irgendwie untergegangen sein. Oder dafür war einfach letzten Endes keine Zeit mehr. Aber es ist natürlich schon irgendwie lustig anzusehen. Hohenzollernplatz. Umstieg Schon wieder eine defekte 2. Ampel. Das Change gibt's ja here nicht. for U2. Ist eigentlich schade, dass hier an der Ampel keine Schilder stehen, wo da steht, wer Vorfahrt hat. Ist alles dunkel hier. Dann mal husch rüber. Weil daran orientiert man sich ja in der Regel, ne? Wenn die Ampeln ausfallen, ist eigentlich an jeder Kreuzung, wo auch eine Ampel ist, auch Verkehrsschilder, um halt eben die Vorfahrtsregelungen festzuhalten, auch wenn die Ampel aus ist, aus welchen Gründen auch immer. Das fehlt hier irgendwie noch. Das wäre immer eine Sache, woran man sich orientieren kann. Ansonsten eben die ganz klassische Rechts-vor-Links-Regel. So schnell die Türen zu, es wird kalt. Und wir haben gerade noch frei. Kommen auch noch locker drüber. Perfekt. Es läuft doch.
Na, ich glaube, jetzt kommen wir wieder auf den Linienweg der 28 Richtung Sendlinger Tor. Der hat uns gesehen. So, jetzt bin ich hier gespannt. Bei Kurfürstenplatz, ist das hier unsere Haltestelle oder wenn wir jetzt rechts rumfahren? Beziehungsweise ist das schon hier, wo wir rechts rumfahren? Ich glaube ja. Wir machen hier einfach mal den Fahrgastwechsel. Das kann ja nicht schaden. Okay, nein, es ist offenbar nicht die Haltestelle. Ich vergesse mal die Haltestellenbremse rauszunehmen. Ja, bei Tramsim Wien geht das alles vollautomatisch. Und hier müssen wir nämlich selber uns darum kümmern. Naja, wir fahren zum Sendlinger Tor. Ist schon richtig. So, dann müssen wir doch noch einmal raus und Weiche stellen. Zack, zack, zack. Machen wir schnell wieder zu hier. Nicht, dass jemand hier sich einfach dahinter sitzt und dann losfährt. Und dann stehen wir nämlich da, wie bestellt und nicht abgeholt. Na, wir sind doch richtig, ne? Wir müssen hier rüber. Oder? Ich kenne mich hier in München nicht aus. Um Gottes Willen. Ich glaube, das ist jetzt eine Falschfahrt. Wenn man das schon so im, Bauchgefühl hat, dann... Ich glaube, wir fahren jetzt hier falsch. Weil die Weiche war ja schon richtig gestellt. Man sagt bloß, dass wir hier... Oh, ich werde verrückt. Wir müssen nochmal raus. Schlüsseln. Mensch, 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 Mensch. Das ist hier ein Theater. Wir fahren bestimmt falsch. Weil guck da mal, die Weiche hier ist ja eigentlich auch dicht. Ne? Hier kommen wir eigentlich gar nicht rein. Wir werden es herausfinden. Dann besuchen wir heute mal einen Streckenabschnitt, der normalerweise noch nicht befahrbar ist. So, die Ampel hat uns gesehen. Und jetzt warten wir nur noch auf unsere Grünphase, auf unser freies Signal. Und da bin ich mal gespannt. Ich glaube, wir fahren falsch. Weil wenn die Weiche schon so stand, wird das schon seinen Grund gehabt haben. Hinter uns die Autos, ey. Die kotzen richtig ab. Na, mal schauen. Ah ne, wir sind richtig. Ah, einfach sehr gut. Seht ihr das? Perfekt. Ich war mir nicht sicher, weil die Weiche stand nämlich auf links. So. Dann mal schnell wieder die... Türfreigabe raus und die hinten müssen sich mal ein bisschen sputen, dass wir jetzt hier vorankommen. Jetzt machen wir eigentlich Licht an. Man sieht ja hier fast gar nichts. Ich mach mal kurz das Fernlicht ein bisschen an, damit wir auch noch was sehen. Elisabethplatz. Ja, ich glaube, wir sind richtig. Elisabethplatz und Elisabethplatz. Ah, oh, perfekt. Ich dachte schon, wir wären jetzt falsch gefahren. Aber es wäre auch nicht schlimm, weil wenn wir links rum gefahren wären, dann wären wir Richtung Pinakotheken gefahren. Also quasi über den Kreisel, der dann da kommt, ne? Wenn wir links rum gefahren wären. Weil dort fährt er dann die 28 lang zum Schaltplatz. Oder? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir sind ja jetzt richtig, Gott sei Dank. Jetzt hat es aufgehört zu schneien. Nordendstraße. So. Wieder ein bisschen abbremsen hier. Nicht, dass wir hier nochmal über eine Haltestelle hinausfahren, das wäre ungünstig. Und ich wette, es kommt mindestens noch eine Ampel, die irgendwie Störung hat. Wir müssen noch ein kleines Stückchen vor. Das sieht man hier schlecht, wenn hier alles voll zugeschneit ist.
wo wir anhalten sollen. Und eine Weichenstörung war noch nicht da gewesen. Ne? Ich habe Weichenstörung und Ampel beides auf sehr, sehr hoch. Also, dass die Wahrscheinlichkeit einer solchen Störung sehr wahrscheinlich auftritt. Bis jetzt hatten wir noch keine Weichenstörung gehabt. Abgesehen gut davon, dass wir am Petrolring und jetzt hier am Karolinenplatz die Weiche nicht per Weichensteuerung stellen konnten. Aber ansonsten hatte ich jetzt keine Probleme gehabt, dass ich irgendwie sagen musste, okay, ich muss aussteigen und Weiche stellen. Aber das ging eigentlich. Das einzige Problem war halt das mit dem Schlüsseln. Das wäre cool, wenn man noch über das IBIS hier irgendwie eine Anmeldung senden könnte. Uiuiuiui, hier müssen wir nochmal abbremsen, nicht dass wir hier drüber hinausfahren. So, und ich guck mal auf meinen Fahrplan. Plus 2 Minuten. Und dann fahre ich hier schon. Okay, wir müssen 17.05 Uhr. Vor einer Minute hätten wir am Schenninger, an der Schenningstraße sein müssen. Sag mal, haben wir hier einen falschen Fahrplan drin? Guck mal, hier steht doch Karolinenplatz. Die Pinakotheken. Das heißt, wir fahren noch über den Kreisel. Weil Ottostraße kommt ja nach. Also die Pinakotheken sind auf jeden Fall vorm Kreisel und der Karolinenplatz danach. Jetzt bin ich aber maximal verwirrt. Das muss ich mir jetzt auf jeden Fall noch anschauen. Ich glaube, wir sind schon wieder falsch. Das erklärt auch die Verspätung. Oder ist er da hinten? Na, jetzt haben wir auf jeden Fall schon wieder eine rote Ampel. Ne, ich glaube, da hinten kommt er. Wir sind, glaube ich, noch richtig. Ja, weil wenn man nachts fährt, das ist wirklich wie eine ganz andere Welt dann. Vor allem dann vom Petrolring aus, wo ich ja sonst sowieso nie losfahre, wenn ich hier im Tramsim spiele. Ich fahre ja entweder 23 oder 28 mit dem Linienverbund. Der 27 und 28 bin ich eher weniger unterwegs und habe damit auch nicht so viel zu tun. Ne, aber wir sind noch richtig. Wir sind noch richtig. So, Freunde. Los. Perfekt. So muss das immer laufen. Und angefahren ist angefahren. Wir sind ja schnell drüber. So, jetzt kommt die Pinakotheken. Und danach kommt der Kreisel, danach die Ottostraße, der Karlsplatz und dann sind wir ja schon da. Läuft. Ist schon wieder. Hier ist schon wieder die Haltestelle. Also die Abstände von den Haltestellen hier sind im Vergleich zum Anfang vom Petrolring. Ich glaube, das spreche ich auch jedes Mal falsch aus. Es tut mir leid. Von dort aus sind die Haltestellenabstände wesentlich größer als hier. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil wir hier langsam Richtung Zentrum kommen und dort einfach viel mehr Leute sind, als wenn man Richtung Stadtrand fährt. Achso, Türfreigabe hatte ich schon weggenommen. Ich hoffe, dass das mit dem Fern nicht auch dann in Trams in Wien funktioniert, weil sich das gerade sehr gut in dem Tunnel, wo die Linie 1 ja teilweise durchfährt, gut anbietet mit dem Fernlicht. Ja, da jetzt mal alle weggucken kurz hier. Wir hätten eigentlich, ja, das ist total illegal, wir hätten eigentlich anhalten müssen, aber ja, dafür ist es ja Gott sei Dank ausnahmsweise mal zur Rechtfertigung ein Simulator. Wir brauchen ja unseren Fahrplan. Zumindest unsere Fahrplanzeit müssen wir auch irgendwie einhalten hier. Aber auch mit dieser Aktion, die wir hier gerade gemacht haben, können wir den Fahrplan nicht halten. Ne? Also wir sind ja jetzt schon wieder. Es ist egal, wie viele rote Ampeln wir jetzt hier mitnehmen. Wir müssten, glaube ich, die Haltestellen teilweise durchfahren, damit wir hier noch pünktlich irgendwie ankommen. Aber ich denke, 2 Minuten, das kann man easy verzeihen. Besser als wenn die Bahn gar nicht kommen würde. Ah, da ist unser F. Und frei. Jetzt können wir rüber. Auch von links kam jetzt nichts. Wisst ihr, was das Coole ist? Man könnte theoretisch hier im Kreisel unendlich oft Runden fahren, wie man lustig ist. Ottostraße.
Man muss nur die Weichen dann richtig stellen. Ich glaube, ein Problem hat man dann trotzdem, wenn ein normales Linienfahrzeug dann kommt, weil die stellen sich dann die Weiche wieder, die stellen die dann wieder rum. Und wenn dann die Weichensteuerung mal ausnahmsweise nicht funktioniert, dann muss man nämlich raus. Aber an sich funktioniert es tatsächlich, dass man im Kreisel dann seine Runden fahren kann. Das ist ganz lustig eigentlich. So, hier standen wir vorhin, Mensch, ich bin nicht drauf klargekommen. Also was der Fehler war. Ich muss mir nachher nochmal das Video dann in der Bearbeitung angucken, woran es lag, dass wir dort nicht vorangekommen sind. Es muss ja irgendeinen Grund gehabt haben. Aber kein einziger Rollifahrer hier. Die sind irgendwie nur an den Endstationen. Und die konnten wir ja am Petrolring nicht anfahren. Und warum nicht? Weil die Weichensteuerung nicht funktioniert. Tatsächlich konnte ich dort auch nicht aussteigen, weil, warum auch immer, wenn du dort aussteigst, um die Weiche zu stellen, fällst du durch den Boden. Das ist wie ein Bug, der noch nicht behoben wurde. Ist auch schon gemeldet, also es liegt alles schon bei den Entwicklern von Tram München, Trams in München. Deswegen konnte ich auch nicht aussteigen, weil dann hätte ich das ganze Spiel nochmal neu starten müssen. Und dann hätte ich gesagt, nee, Karstadt-Schloss, da habe ich jetzt keinen Bock Umstieg drauf. zu U4, U5 und zur S-Bahn. Change here for U4, U5 and S-Bahn Services. So. Die Kreuzung war ja auch echt eine Katastrophe in der Entwicklungsphase. Es stand alles voll mit Autos, das ging gar nicht. Da musstest du wirklich durchfahren, durch die Autos durch, dass du hier über die Kreuzung kommst, weil die auch immer wieder nachgefahren sind. Da konntest du klingeln, wie du willst. Ich glaube, das hat sogar ausnahmsweise mal was Realitätsnahes mit diesen Autos. Aber ich glaube, Tramsim oder allgemein die Straßenbahn in München, auch wenn jetzt nur diese drei Linien hier im Spiel sind, denke ich mal schon, dass die einen großen Vorteil haben, weil die viel einfach eigenen Gleiskörper haben und sich nicht viel mit den anderen Verkehrsteilnehmern teilen müssen, außer jetzt hier solche Kreuzungen, die dann den Linienweg überqueren. Aber ansonsten glaube ich, dass wir hier relativ gut vorankommen könnten, wenn es mit den Ampelphasen noch stimmt, da Trams in München oder allgemein die Straßenbahn in München sicher viel gleiseigenen Körper hat, ne? So, hier ist auch verriegelt. Da fahren wir auch schön ganz geschmeidig rüber. Ja, der Kollege hat jetzt die Ampelphase leider nicht geschafft, aber es lag nicht an mir, denn ich habe dort nichts blockiert. So, hier sind wir mal so vorbildlich und halten nochmal an. Dann kriegen natürlich die ganzen Fußgänger, die hier dringend über die Ampel wollen, grün. Ihr seht es ja hier, voller Verkehr. Oder auch nicht, die haben ja sogar gerade gesperrt. Ah, wir haben wieder frei. Let's go. So, ich glaube, hier müssen wir auch wieder. Ja, jetzt hätten wir eigentlich auch an der Stelle wieder stehen bleiben müssen, zumal ich ja schon im Bremsvorgang gewesen bin, aber that's only a game. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Aber ich denke, gut 3 Minuten, das wird dann mit der Wendezeit wieder ausgeglichen, da sind wir dann wieder voll im Fahrplan drin. Zumal die Linienführung ja sowieso hier fast an der Endstation jetzt ist. Und wenn man da am Ende die Verspätung halt hat, ja gut, dann ist es halt so. So, Türfreigabe wieder raus. Gut, ab geht er, der Peter. Hier steht auch nochmal so eine Ampel. Da habe ich es noch nicht ausprobiert, aber in die andere Richtung. Da wusste ich auf jeden Fall, dass mit der Ampel und der danach folgenden irgendwas nicht ganz stimmt. Kann sich immer so ein bisschen auch an der Autoampel orientieren. Sendlinger Tor. Umstieg zur U1, U2, U3 und Change here for U1, U2, U3 and U6. Endstation. Bitte alle aussteigen. Terminus. All change, please.
Dieses Fahrzeug fährt weiter als Linie 28 Richtung Schaltplatz. Ja, na klar, fährt die weiter als 28. Das hast du dir so gedacht, ne? Nee, was ich sagen wollte, die Autoampel, an der kann man sich auch immer ein bisschen orientieren, wenn die auf grün schaltet, dass fast an jeder Kreuzung auch die Straßenbahnampel für die gleiche Richtung ebenfalls auf frei schaltet. Ja, genau, ich kenne es zwar andersrum, dass erst die Straßenbahnampel auf frei schaltet und danach die Autos, aber daran kann man sich ein bisschen orientieren. Muss ich auch noch mal ein bisschen anhalten, dass wir hier nicht über den Fußweg hier fahren und dann wieder blockieren. Aber da haben wir schon wieder frei. So, hier ist noch mal ein schöner Streckenabschnitt. Ach ja, das hat schon was. Okay, was hier komisch? Doch, hier ist ein Weichenregister, okay, weil ich... Das ist mir noch nie so aufmerksam aufgefallen, weil ich habe mir auch letztes Mal schon gedacht, als ich hier rübergefahren bin, da habe ich aber das Weichensignal noch nicht gesehen, dass wir hier auch Weiche stellen könnten, theoretisch. Also ich weiß nicht, ob es jetzt funktionieren würde, wenn ich aussteige und die rumstellen möchte. Ich glaube, es wird noch nicht funktionieren, weil es noch nicht programmiert ist, der Streckenweg, der dann kommt. Aber die Signale sieht man halt dann auch gerade im Dunkeln erst wirklich aufmerksamer, als wenn du jetzt am Tag im Tramsim fährst, weil es natürlich durch das Licht auffällt, dass da ein Signal ist. So, und dann sind wir doch gut angekommen, zwar mit ein bisschen Verspätung, aber das kann man mir, denke ich, verzeihen. Ich kann ja schließlich nichts dafür, wenn das Fahrzeug auf einmal abwirkt und ich nicht weiß, wie ich es wieder hochgefahren bekomme. Wird bestimmt an der Feststellbremse gelegen haben. Bestimmt, ich weiß es nicht, ich werde es gleich herausfinden. So, jedenfalls hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Zeigt es gerne in den Kommentaren durch einen Kommentar oder bewertet das Video mit einem Like. Dann weiß ich Bescheid, okay, dass es gut ankommt. Jedenfalls würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Und bevor die jetzt hier einsteigen, ne, die kommen hier nicht rein, würde ich mal sagen, einen schönen ersten Advent euch und wir sehen uns dann im nächsten Video. Mal gucken, was dann drankommt. Auf jeden Fall, bis dahin. Ciao.